Hallo Leute und herzlich willkommen bei eurem Stefan Fuchs. Heute gibt es eine Sondersendung unter dem Thema We will inform you. Bam. Hallo, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich sehe schon mal den Benny, den Lace. Die Lace, sorry. Olli ist also in Reserve, Kumagon und Mary Lee sehe ich auf jeden Fall auch noch. Schön, dass ihr alle mit da seid. Willkommen im Stream heute. Heute habe ich etwas ganz Besonderes mit euch vor. Mein Pikachu ist schon sehr in Weihnachtsstimmung. Nur die Mütze will jetzt nicht so hundertprozentig. Entweder Pikachu sieht nichts oder die Mütze sieht ein bisschen aus wie ein Deckel. So, ich habe mir ein schönes Frühstückchen für heute gemacht. Und als allererstes haben wir heute die Show Stefan Futter. Was gibt es denn bei euch Schönes zum Frühstück? Oh, ich freue mich total. Ich habe, auch wenn es kein gesundes Frühstück ist bei mir heute, muss ich leider zugeben, ja, es ist kein gesundes Frühstück, aber ich freue mich trotzdem dolle drauf. Ich habe nämlich mir einen kleinen Burger gemacht. Kleinen Käseburger. Lecker, lecker, lecker. Guck mal, man freut sich auf Disney Magical World 2 Enchanted. Da muss ich mal reingucken. Also, das habe ich jetzt noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm gehabt, das Spiel. Aber gucke ich mir gerne mal an, ob das was denn wäre. So. Nö, der Lace. Ah, oh, dann der Lace. Ach Mensch, ich. Sorry. Sorry. Ich komme manchmal durcheinander. So. Brötchen, wie immer bei Kumagon. Oh, schön. Was gibt es denn aufs Brötchen drauf? Aber ich mag ja auch gerne so Marmelade zum Frühstück. Kaffee gibt es zum Frühstück bei Lace. Lecker. Kaffee habe ich heute leider keinen mit da, aber ich wollte mir mein Getränk noch von nachher drüben holen. Komm, Bürger, ja. Krabbenburger mit der äußerst geheimen Krabbenburger-Geheimformel. Super, super, super lecker. Nur leider habe ich den Salat vergessen. Schade. Aber schmeckt auch so. Was haben wir jetzt gemacht? Ich sollte meinen Burger vielleicht nicht unbedingt auf die Tastatur legen. Das wäre eine ganz gute Idee. Kumagon, bei Kumagon gibt es Kaugummi aus Brot. Oh, Benny, nein, dann könnte man das Brot auch nicht mehr essen. Was, guten Morgen, schön, dass du mit da bist. Ich werde mal ganz, ganz, ganz kurz. Dauert noch 10 Sekündchen, flitzen und mir mein Getränk holen. Das habe ich nämlich leider vergessen. Und dann geht es auch schon direkt los. So. Ja, nun haben wir mitgucken. Du weißt noch gar nicht, um was es heute geht, Luna. Heute habe ich nämlich was richtig Schönes. Willkommen bei den Silberfüchsen Wolfsgirl. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen VIP-Status. Freue ich mich ganz doll drüber. Wolfgang Watermelon. Oh, ich weiß nicht, wie solche Leute, aber ich hasse den Geschmack von künstlicher Wassermelone. Also Wassermelone so als richtige Frucht essen, gibt fast nichts Besseres. Vor allem im Sommer. Für mich fängt der Sommer erst an, wenn es Wassermelone, frische Wassermelone gegeben hat. Vorher ist kein Sommer. Vorher kann es vielleicht heiß sein, aber es ist kein Sommer. Nur wenn man frische Wassermelone, die in dem Jahr angebaut wurde, gegessen hat, dann ist Sommer. Aber so künstliche Wassermelone ist einfach abnormal eklig. Oh, Gummibärchen mit Wassermelonengeschmack finde ich widerwärtig, also wirklich widerwärtig, richtig ekelhaft. Und dann gibt es auch so Getränke mit Wassermelonengeschmack. Da ist meistens auch bloß irgendwelche künstlichen Aromen drin. Oh, nee, 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 das kann ich mir nicht mal vorstellen. Das finde ich einfach so eklig. Stefan geht und es passiert was. Was ist denn passiert? Ah, genau, Wolfsgirl, bei Wolfsgirl. Das ist passiert, dass Wolfsgirl ein Silberfuchs geworden ist. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, Wolfsgirl. Ah, schön was zu trinken. So.
Aber wir wollen ja heute nicht nur essen. Für heute habe ich mir gedacht, heute machen wir eine kleine Sondersendung. Und zwar gibt es heute kein Überraschungsspiel in dem Sinne, aber dafür einen Stefan Fuchs direkt. Jo, arigato. Wir wollen heute uns neue Trailer angucken zu einigen Spielen auf der Nintendo Switch, aber auch zu Spielen, die nicht auf der Nintendo Switch kommen, auf die ich aber total gehypt bin. Kaloran, hallo, schön, dass du mit da bist. Und Lucifer ist auch mit am Start. Hallo, schön, dass du mit da bist. Wosko, ich habe mich schon bedankt für dein Silberfuchs-Abo, aber ich habe dich noch nicht begrüßt. Herzlich willkommen, Wosko, in unserer Fuchstruppe, Fuchsrudel, in unserem Fuchsrudel heute. Wir frühstücken gemeinsam. Übrigens, kein McDoof-Burger. Maja, willst du mit dir rein? Nicht, dass ihr hier denkt, ich bin heute ganz faul gewesen. Na komm, Maja. Von wegen Frühstück. Der Stefan, der hat sich bloß einen McDoof-Burger geholt. Das ist kein McDoof-Burger. So, du spielst gerade Sinn in dem. Also das Zucker sieht, oh, das ist schön. Vielleicht kannst du ein bisschen mal erklären, worum es in dem Spiel geht. Hab jetzt 4394 Resets, Dialga, nicht shiny. Ah, ist das ärgerlich, Lucifer. Oh, ich komme mir manchmal so ein bisschen unfair vor, aber ich kann ja nichts dafür, dass ich meinen shiny Dialga schon nach 11 Resets gehabt habe, was definitiv nicht vorzeigekräftig ist. Kontakt Magdeburg? Nee. Leider nicht. Deine Bommel bommelt komisch. Ich weiß, die Bommel bommelt komisch. Das ist die Ohren. Die Ohren sind schuld. Die Mütze ist gar nicht mehr so richtig schön rund. Die ist wie so eine Tüte. Die Bommel sieht aus wie ein Dreieck oder irgendwas. Als ob das gar keine Mütze wäre. Aber es ist eine Mütze. Die habe ich immer im Stream auf. Es ist, als ob das ein Dreieck wäre, was ich draufgeklebt habe. Irgendwie will das nicht so ganz. So, besser? Es sind zwei Mützen. Es ist eine Pikachu-Mütze und eine Weihnachtsmütze, deswegen fällt das ein bisschen komisch. Kontaku gehe ich leider nicht hin, wegen Krone. Das böse C-Wort kann ich nicht sagen, deswegen sage ich Krone. Willst du meine Bommel richten? Welches böse C-Wort, will ich das wissen? Das böse C-Wort? Na, die schlimme Krankheit. Da gibt es so was ganz Neues. Klingt, die neueste Version von dem bösen C-Wort klingt ein bisschen wie ein Obi, back Macron. genau, wie ein Transformers, der sich in eine Omi verwandelt. Ich finde, das klingt wie Oma backt Macron, weißt du, diese Weihnachtsmakronen. Oma backt Makronen? Da finde ich auch schön. Also alle in Weihnachtsstimmung, die denken an Makronen und alle mit Trans. Nee, jetzt sieht's aus, als wäre das ein Klo. Da gibt's doch solche lustigen Russenmützen. Weißt du, welche ich meine? Diese Winter, diese ganz, ganz dicken Wintermützen, die man in Sibirien braucht. So sah das aus. Oder nicht? Ist komisch und so nah. Ich weiß, ich bin komisch. Luna schon wieder Kamera geil. Luna ist schon wieder kamerageil? Ja, Luna freut sich immer auf den Stream. Und heute haben wir was für die Luna. Da freuen sie sich extrem, die Trailer. Oder? Ich wette, Luna freut sich. Oh fuck. Au. Klassischer Fall von Brett vom Kopf. Brett vorm Kopf? Ich dachte Fuß gegen Tür, aber Brett vorm Kopf ist noch schlimmer. Passt, ich habe die Tür aufgemacht und gegen meinen Fuß, mit dem Fuß in den Kopf gehauen. Au. Das ist aua. Tüdelü, tüdelü. So. Ja. Deswegen bringen wir es leider nicht auf der Kontaktuhr. Du bist auf einer Schlossstadt, in dem du Geister bekämpfst, ein Safe betreibst und dich mit Disney-Charakteren anfreundest. Klingt fast so wie Luigi's Mansion. Klingt auf jeden Fall cool. So, wir tüdeln jetzt mal hier rüber. Und Übergang. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Haben wir uns heute schon mal gesehen? Haben wir uns heute schon mal getroffen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wusstet ihr schon? Ich esse. Immer noch.
Ein Kaffee, kein Sekt, okay. Ein Kaffee. Das erinnert mich an das Spiel, Dragon's Café, glaube ich. Das ist echt nice. So, ich würde sagen, wir fangen mit Pokémon an und schauen uns jetzt mal das erschreckende, schockierende Debüt von Hisui Volteball an. Ich bin ja schon mal vorschockiert. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es mir extra aufgehoben, dass wir uns das gemeinsam angucken können, aber ich bin schon vorschockiert. So. Brauche ich ein bisschen Ton. Und wir gucken es uns jetzt an. Arceus Legends. Ich bin so gehypt auf das Spiel. Ne? Ich geteilt. Guckt euch das an, ich geteilt. Hier. Wieso? Ich meine, ich verstehe schon, wo es herkommt. Es ist ein Voltoball aus Holz. Und im Mittelalter hatte man nun mal noch keine elektrischen Geräte. Deswegen ist das Voltoball aus Holz. Aber Leute, Voltoball ist ein Elektro-Pokémon, weil es ein elektrisches Gerät ist. Wenn es eine Holzkugel ist, warum greift es mit Elektro an und nicht mit Pflanzenattacken? Ich würde ja mitgehen, wenn Hisui Voltoball ein Pflanzen-Pokémon ist, weil es eben aus Holz besteht. Aber so. Huch. Okay, im Vollbildmodus sieht das Ganze ein bisschen kacke aus. Aber so, wieso? So, schneiden wir mal links und rechts ein bisschen ab, damit das Ganze noch schöner aussieht hier. Merke, im Vollbildmodus sieht es anders aus. Ja, Gerhudi, wait, Elektropflanze, was? By the way, Video zu laut. Okay. Machen wir das Video ein bisschen leiser. Wupp. War zu laut. Ton bitte leiser. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Ich habe es auf die halbe Stufe gemacht, dass es jetzt nur noch halb so laut ist. Wie hässlich. Imagine, alle Pokémon Creator wären bei Voltoballs Design besoffen. Ja, ich glaube, die waren total besoffen. Ich mein, guckt euch das an. Ich verstehe die Grundintention, wirklich. Im Mittelalter gab es keine elektrischen Geräte, aber es widerspricht sich ein bisschen mit den Pokédex-Einträgen. Ja, gell? Ja, gell? Vor allem, es gibt doch Pokébälle hier. Es muss doch irgendeine Form von Elektrizität oder sowas geben. Gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an. So. Hier sehen wir einen Pokéball. Und aus dem Pokéball kommt ein Pokémon raus. Der Pokéball ist kleiner als Pokémon, also muss da doch irgendeine Form von Elektrizität oder irgendwas im Spiel mit sein. Und hier sehen wir auch nochmal schön die Elektroattacken von dem Pokémon. Die können doch keinen Holzball, keine Holzkugel machen. Und dann Elektroattacken. Und hier sogar Explosionen. Sagt mir mal, wie um Himmels Willen explodiert dieses Pokémon? Ja, ich glaube, ich kann das hier nicht im Vollbildmodus abspielen. Wir machen das mal anders, damit ihr wirklich alles seht. Das wäre ärgerlich ohne Ende, wenn ihr nicht alles sehen könnt. Von diesem wunderhübschen Pokémon. Wunderhübsch.
So. Kylo Ren, hässlich. Ja, Paint 3D wollte Ball. Würde ich auch sagen. Ich gehe nochmal zu einer Stelle hin, wo wir diese Pokémon in all seiner Pracht bestaunen können. Ich weiß nicht. Wieso USK 12? Du meinst jetzt das Pokémon-Spiel? USK ist immer so eine Sache. Wenn das Spiel komplett frei von Gewalt und allem Möglichen und allen Andeutungen und so weiter, was für Kinder schrecklich traumatisierend sein könnte, ist, dann ist es ab 0. Wenn es comichafte Gewalt, nee, wenn es, ich glaube, wenn es, keine Ahnung, wie die Einstufung dann ab 6 Jahren zustande kommt. Ich glaube, comichafte Gewalt ist dann sofort schon ab 12. Und wenn so ein Macho-Mann einem Volto-Ball so richtig auf die Fresse gibt, dann ist das schon comichafte Gewalt. Ab 16 ist es dann, wenn es realistische Grafik und realistische Gewalt hat. Und ab 18 ist es, wenn es realistische Gewalt hat, die entweder sehr brutal dargestellt ist oder einen Bezug auf das aktuelle Leben hat. Das heißt, exakt dasselbe Spiel in Mittelerde ab 16, exakt dasselbe Spiel in Bayern ab 18. Lol, Kugel-Pokémon. Jetzt ist es für mich nur noch eine Bowlingkugel. Weißt du, da würde ich auch noch mitgehen. Warte. Wo haben wir denn hier diese Beschreibung Kugel-Pokémon? Ah, hier. Hisui wollte Ball, das Kugel-Pokémon. Weißt du, ich würde mit Elektro plus Pflanze vom Typ her. Wieso Elektro? Pflanze gehe ich mit, aber wieso Elektro? Weißt du, wenn es eine Bowlingkugel wäre, wäre eine Variante. Da würde ich mitgehen bei Volte Ball. Einfach mal Elektrostahl und eine Bowlingkugel gemacht. Aber eine Holzkugel und dann Elektro, wo kommt der Strom her? Ich weiß es nicht. Mir gefällt das Pokémon überhaupt nicht. Wie gefällt es euch? Würde mich sehr interessieren. Schreibt bitte alle in den Chat rein. Die meisten haben schon reingeschrieben. Hässlich, verstörend, sinnlos. Der Meinung kann ich mich einfach nur absolut anschließen. Jetzt gehen wir ein klein bisschen weg von Pokémon und schauen uns ein Spiel an, was zwar ein bisschen ab älter ist. Stahlpflanze. Na, nee, Stahlpflanze. Elektropflanze bei einer Bowlingkugel. Es kann ja eine Bowlingkugel sein mit Leuchten drauf oder sowas. Das wäre ganz cool. Lace findet's gut. Echt? Pokébälle werden aus Aprikokos gemacht. Dementsprechend hat Volteball den Typ Pflanze bekommen. Ja, aber guck mal hier. Hier unten. Unten unter Volteball, das ist alles aus Holz. Das ist einfach nur eine Holzkugel. Wo kommt die Elektrizität her? Das würde mich interessieren. Der Name eben Voltoball. Umbenennen in Holzoball. Holz, das wäre mal kreativer, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Eigenironie für Nintendo. Das kann man Nintendo nicht zugetrauen. Pokébälle, genau. Beste Foltermethode: Einfach Pokéball verschlingen, dann verwandelt es sich im Magen zu Voltoball und der Körper wird auseinandergerissen. Autsch! Ganz ehrlich, Benny, ich habe nie verstanden, wie jemand Voltoball und einen Pokéball verwechseln konnte. Ich meine, der Pokéball ist ungefähr so groß, der passt in die Hand, den kannst du werfen. Voltoball ist größer als mein Kopf und hat Augen. Wie man da das verwechseln kann, das habe ich noch nie verstanden, Benny. Wir gehen jetzt mal hier weiter zu einem USK 16 Spiel. Da wahrscheinlich wirklich, die Gewalt ist nicht übermäßig brutal dargestellt und es hat keinen Bezug auf die aktuelle Zeit und aktuelle Schauplätze und so. Deswegen 16 und nicht 18. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Wir haben es hier auf dem Kanal schon mal ein bisschen angezockt, wo die Open. Was ist Open Beta? Ich glaube, Open Beta Test Server gestartet haben. Elden Ring. Bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Jetzt haben wir hier neue Trailer bekommen. Ist im Prinzip ein Dark Souls Spiel, was aber von dem Das Macher. geschah vor langer Zeit. Ja, J.R.R. Martin, der Macher von Game of Thrones. Was ist Auch wenn ich mich erinnere, sehe ich es klar vor mir. Ich wette, das ist Melina, oder? In einer nebligen Winternacht. Safe, das ist Melina.
Die Rune des Todes wurde gestohlen. Oh mein Gott, ich krieg's so dermaßen Herr der Ringe-Vibesitze. Die Ringgeister. Und die Halbgötter begannen zu fallen. Zuerst Godwin der Goldene. Hallo? Bist du am Schlafen? Königin Marika wurde an den Rand des Abgrunds getrieben. Pokémon und Logik hören nicht zusammen. Meistens schon, Leute. Also überraschenderweise hat Pokémon sehr, sehr viel Logik mit drin. Es kam zur Zertrümmerung, einem Krieg, der nichts als Finsternis brachte. Oh mein Gott, das ist episch. Wurde zerstört. Doch von wem? Und warum? Hm, stimmt, Kylo. Die Nazgul. Hm? Ich nenne sie immer noch ganz, ganz derpy. Die Ringgeister, aber es sind Nazguls, stimmt. Wow. Was erhofften sich die Halbgötter nur von einem Krieg? Ja, das, was sich alle von einem Krieg erhoffen. Reichtum, Macht, Einfluss. Five Nights at Freddy's? Wäre cool, ja. Habe ich jetzt nicht mit drauf, aber kann ich vielleicht Rudi fragen, ob sie mir mal fix einen Trailer aussieht. Der Eroberer der Sterne. General Radar. Wow, Halleluja. Und Mikellas Klinge. Malenia die Abgetrennte. Die beiden waren die mächtigsten, die noch blieben. Und sie maßen ihre Kräfte im Kampf. Traue ich mich zu fragen, warum sie die Abgetrennte ist? Ah, okay, da haben wir die Erklärung, warum sie die Abgetrennte ist. Doch es sollte keinen Sieger geben. Das sieht mir aber relativ klar nach einem Sieger. Eine Blume! Oh. Kommt die Blume Nun her? Nun leben wir in einer gespaltenen Welt. Wir harren der Ankunft des Elfes. Die kommen jetzt dazu. Hallo, Schlesu. Ja, Mary. Ich spreche aus, was ich mir denke. Ich wette, das ist Melina, oder? Nee, die sieht ein bisschen anders aus. Er erobert die Krone. Oh, ich will die Krone erobern. Elden Ring. Das ist so cool gemacht. Achtung, jetzt kommt eine sehr... sehr unorthodoxe Meinung. Ich mag die Story von Dark Souls 2. Wirklich. Dark Souls 2 ist der unbeliebteste Teil der Dark Souls-Reihe. Einfach weil es von einem anderen Studio gemacht wurde und weil sie da den Schwierigkeitsgrad extrem runtergestellt haben. Manche sagen abgedummt das Spiel oder kastriert. Aber ich mag die Story von Dark Souls 2. Und das hört sich so ein bisschen an, als ob wir hier eine Story erwarten können, die so grundsätzlich in die Richtung von Dark Souls 2 geht. Da ging es ja auch darum, dass man die Kronen der ganzen Herrscher gesammelt hat. Und wenn man alle Kronen gesammelt hatte, konnte man die zusammenschmieden zu der absoluten Königskrone, die einen dann unsterblich gemacht hat. Ich weiß, Unsterblichkeit in einem Dark Souls Game ist ein bisschen runtergedummt, aber die Story fand ich cool. Kann ich dir den Link geben, Stefan? Ist Hoodie da? Ich frage mal Hoodie. Weil Hoodie muss nämlich auch immer gucken, wenn sie mir die Links raussucht, dass da keine Musik drin ist, die wir nicht verwenden dürfen. So, ich klick mal kurz hin und vielleicht kannst du über Discord Hoodie den Link schicken. Das wäre perfekt. So, fix Hoodie hingeschickt, aber ich finde die Idee grundsätzlich gut. Das neue FNAF soll ja auch wirklich ganz anders sein als die bisherigen FNAF-Teile. Mit einem komplett neuen Spielsystem, mit einem Kampfsuite, einem Kampfanzug in Form von einem Animatronic, wo man dann so reinschlüpft und krassen Endgegner kämpfen. Das ist schon was echt Nices. Und was Neues.
aber hier auf jeden Fall bei Elden Ring bin ich super gespannt auf das Spiel. Hier haben wir nochmal haufenweise Hintergrundinformationen einfach zu dem Game bekommen. Wir wissen jetzt, was wir vorher noch nicht wussten, dass es einen Krieg gegeben hat zwischen Halbgöttern und jemand anderem, eventuell Götter. Hallo, schläfst du? Nein, Augen offen, hat nicht geschlafen. Dass es hier um die Kronen ging und wie ich schon vermutet hatte, habe ich schon in einem früheren Video mal gesagt, war quasi meine Prediction, die dann eingetroffen ist. Wo haben wir die Stelle hier nochmal? Hier, oder? Nee. Hallo, der Schlafende? Hier, hier haben wir die Stelle nochmal. Ich habe schon immer gesagt, ich glaube nicht, dass der Elden Ring ein Ring ist, den man sich an den Finger steckt. Ich habe schon immer gesagt, der Elden Ring ist bestimmt ein Ring aus Menschen oder ein Ring aus Wesen, die gemeinsam herrschen. Und der Ring wurde zerstört, ist nicht etwa irgendwie ein Schmuckstück an der Hand, wurde kaputt gemacht, sondern hier der Ring, dieser Rad, die sind kreisförmig angeordnet, deswegen Ring, wurde zerstört, indem der angegriffen wurde und die sich nicht mehr verstehen und alles Mögliche. So, einen Tag vor meinem Geburtstag kommt das Game raus. Echt, Olli? Ich gucke mal. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Stimmt, am 25. Februar, das passt aber perfekt. Am 25. Februar kommt das Game raus. Am 26. Februar hast du Geburtstag und am 27. Februar habe ich Geburtstag. Das ist die heilige Dreifaltigkeit des Gaming. Frag mich nicht warum, aber okay, ist es. So, Discord lässt sich keine Links einfügen. Ah, stimmt, 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 da war was. Ich habe Rudi angeschrieben, die macht das dann schon. Hoffe ich mal. Wenn nicht, machen wir dann ganz spontan. Machen wir dann ganz spontan einfach da. Da sind wir mal ganz verwegen, dann machen wir dann ganz spontan einfach den Trailer an. Den finde ich doch bestimmt auch so. Jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zu Pokémon, weil Pokémon das Game ist wahrscheinlich, was uns alle am meisten mit interessiert. Arceus Legends. Ich bin so gespannt darauf und hier haben wir nochmal ein paar mehr Einblicke in das Spiel. Und hier sehen wir schon den Hisuian Voltorb. Ich weiß nicht, mir gefällt er nicht. Aber hier sehen wir auf jeden Fall auch ein Haspirohr und ein kleines Valmar, glaube ich, Valmar. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen klopsig aus, das ist so süß. Und Pikachu, also ganz ehrlich, hier finde ich die Grafik sehr, sehr nice. Aber es sieht mir nicht aus, als ob das aus dem Gameplay ist. Sondern es scheint eher so ein bisschen die Lore anzusprechen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir haben hier eine Beere und ein Elektrosymbol, der Hisuian Voltorb ist very excited. Hallo! Das ist ein bisschen laut. Oh, das sieht irgendwie cute aus. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich ein bisschen an Rudolf das Rentier. Ich habe Rudolf 2. Der zweite Teil hat mir nicht so gut gefallen, aber der war, glaube ich, in so einem Stil gemacht. Bist du ein Holzball oder eine Glocke? Pikachu, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir, Pikachu. Oh, guckt euch an! Guckt euch an, was Voltorb für Gefühle verbreitet. Trauer, Schmerz. Niemand mag diese kleine Holzkugel. Alle sind wütend und traurig und beängstigt. Ich glaube, das spiegelt... To be continued. Ich will wissen, wie es weitergeht jetzt. Ich glaube, das spiegelt die emotionale Lage der meisten Pokémon-Fans wieder. Die emotionale Dreifaltigkeit hier. Ich glaube, das spiegelt wirklich das wieder, was die meisten über Voltoball in der Hisuian-Form empfinden. Entweder... wütend? Manche sind wütend, manche sind traurig und manche sind einfach nur verstört und verängstigt. Seemobs, stimmt. Seemobs, der ist super duper süß. Oh ja. Dagradyoshi, hallo. Kennst du einen Faker auf Twitch? Ah,
der heißt Stefan Fuchs TV. Ja, gell, yeah, also voll der Faker. Vor allem so ein richtig schlimmer Finger, weißt du? Dieser faked Stefan Fuchs auf Twitch, der Stefan Fuchs TV heißt, der macht mir immer abends was in den Tee. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, wie er an meinen Tee überhaupt drankommt. Aber immer abends, da habe ich so einen Blackout, wach dann früh auf und sehe, oh, der hat schon wieder ein Video hochgeladen. Schon wieder. Und auch ewig lang. Ewig lange Streams, die ich nie geschafft habe. 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden täglich. Na, oh, dieser Faker. Simops kein Walmer. Stimmt, Walmer, ja okay, Walmer ist riesengroß. Ein Wal, das ist Simops. Aber ich finde Simops immer so süß. Deswegen bin ich auch nur auf Mops gekommen. Mopselchen. Oh. Man muss uns nochmal angucken, es ging nur so kurz und es ist so süß gemacht. Kylo Ren, ich bin verstört. Wir können ja alle mal, wir können uns ja alle mal outen. Wer ist Hashtag verstört, wer ist Hashtag wütend und wer ist Hashtag traurig? Ich hab... Yoshi, den habe ich auch schon gehört. Ein bisschen auch an das neue Yoshi-Spiel. Erinnert mich auch der Stil so ein klein bisschen. Und ich weiß nicht warum, aber die ganze Umgebung erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Teletubbies. Stefan, Anzeige raus! Aber sowas von, gell? Wir sollten ihn melden. Hallo Duffy, schön, dass du da warst! Hatten die kein Weiß gehabt? Ja, es ist aus Holz, Olli, weißt du? Deswegen ist es nicht weiß. Es ist aus Holz und Holz ist nun mal nicht weiß. Zumindest im Normalfall nicht. Toppi mag Kekse. Ich mag auch Kekse. Ich glaube, da hat Hoffnung. Ich bin hier verbrannt. Das ist mir beim ersten Gucken gar nicht aufgefallen. Die schönen Beeren sind alle verbrannt. Ich dachte, die sind wütend, traurig und verstört. Weil der eins geklaut hat und eins einfach weggefressen hat. Aber der hat eins gefressen und alle anderen versaut, indem er alle anderen da so angekokelt hat. Oh oh. Benny ist Hashtag disappointed. Welches neue Hörspiel? Ja gut, neu ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber da gab es doch dieses Yoshi-Spiel, was sehr, 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 sehr stark. Ich glaube, das letzte Yoshi-Spiel, was rausgekommen ist, was sehr, sehr stark einfach aussah wie Little Big Planet. Warte, ich such's mal ganz, ganz fix raus. Das sollten wir uns auf jeden Fall anschauen können. So, YouTube. Yoshi-Trailer. Yoshi's Crafted World. So. Das können wir uns auf jeden Fall anschauen. Also, hier, das ist Yoshi's Crafted World, mal im direkten Vergleich dazu. Ich finde, der Stil ist sehr, sehr ähnlich gemacht. Zumindest die Materialien von Yoshi jetzt so gesehen. Ich weiß auch nicht. Und ganz ehrlich, das Spiel habe ich ein bisschen boykottiert, muss ich ehrlich zugeben, weil es war mir zu ähnlich zu Little Big Planet. Und ich war sehr enttäuscht, dass sich eine Firma wie Nintendo, in Anführungszeichen, dazu herablässt, ein Yoshi-Spiel zu machen, was einfach mehr oder weniger exakt geklaut von einem Sony-Franchise ist, was vor Jahren rausgekommen ist. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, deswegen habe ich das Spiel nie gespielt. Yoshi's Crafted World, oh das, genau. Mhm. Das hast du schon durchgespielt. Ist es gut, das Spiel? Eigentlich mag ich Yoshi-Spiele extrem gerne. Aber ich weiß nicht. Ich hab's. Normalerweise sage ich immer, boykottiere nie ein Spiel, weil es kann sein, du verpasst was richtig Gutes. Sag ich auch immer noch, aber gleichzeitig habe ich es boykottiert.
leider. Oh, ich muss den Trailer ausmachen, sonst will ich das Spiel spielen. Oh, ich liebe diese Geräusche, die Yoshi einfach immer macht. Oh mein Gott, ich muss das ausmachen, helft mir! Es ist ein uraltes Spiel. Wieso habe ich den Trailer noch nie gesehen? Bam, bam, bam. Du hast eine 100er vergessen. Du hast eine 100er vergessen. Das kannst du nicht bringen. Oh, eine Katze. Oh, den habe ich. Den habe ich. Wo habe ich ihn denn? Den habe ich irgendwo. Den Schnuffel. Genau diesen Schnuffel. Den aus Wolle gestrickten Schnuffel. Abbrechen. Oh mein Gott, ist das cool. Okay. Wollte jetzt gerade sagen, Stefan. Big Planet, genau. Little Big Planet. Ist so heftig geklaut von Little Big Planet, finde ich. Ich finde, das ist richtig cool, sagt Yoshi. Ich hab's gespielt, das Spiel wird schnell nervig, sagt Kylo Ren. Echt? Oh, ja gut, das kann ich mir gut vorstellen bei Yoshi-Spielen. Die sind immer so süß, aber ich kann mir vorstellen, dass es schnell nervig wird. Grinder nebenbei in Final Fantasy 14. Was grindest du denn da, Toffi? Lässt so Stefan aus. Bist wohl verdudelt und verdutzt? Das kannst du laut sagen. Ich bin richtig verfuchst, verdudelt. So. Was haben wir denn jetzt hier? Heute werden die Meinungen rausgekloppt wie sonst was. Was haben wir hier? Noch ein Pokémon-Trailer, aber rein japanisch. Na, so schön. Bisher leider noch keine 19, das haben wir alles schon mal gesehen. Für alle diejenigen, die jetzt nicht verstehen, was gesagt wird, lernt Japanisch. Nee, baut er natürlich nicht. Was ist das? Das ist ein Bidiza. Ah, quasi noch ein bisschen mehr Gameplay. Wir laufen quasi frei rum und können uns dann Bidiza zum Beispiel einfach so fangen. Entscheidung. Oh, es hat angegriffen. Ups. Kleinstein ist auch Aggro. Der Aggro-Stein. Oh, ich finde das Spielprinzip eigentlich echt cool. Dass selbst wenn du überlevelt bist und alles mögliche und voll die krass starken Pokémon hast, wenn du einfach nicht erwartest, angegriffen zu werden, könnte ich quasi Pokémon auch einfach so wegschnetzeln. Ich frage mich, ob die Pokémon auch ihren Gegner ignorieren können und voll ham auf den Spieler gehen können, dass man quasi verliert, obwohl das Pokémon, das man hat, stärker ist. Das wäre irgendwie auch cool. Leute, diese Stimme wurde packt, ja. Das sind Mario und Peach. Wieso steht da Pokémon Diamant und Perle auch mit? Waren irgendwelche Szenen aus Pokémon Diamant oder Pokémon Perle? Nekosengyu. Fragt mich nicht, warum ich das jetzt nachgeplappert habe. Xantor ist so cool, sagt Kylo. Auf den freue ich mich auch, ja. Superstars! Xantor ist echt cool, aber ich freue mich ein bisschen mehr noch auf Hinui-Form von Zorua und Zorua. Ah!
Das war ein Wortspiel, was niemand von uns mitgekriegt hat. Zumindest niemand von denen, die kein Japanisch können. Ui. Bam. Stefan! Ja. Deine letzte Nachricht bitte. Ollis eiserne Reserve. Deine eiserne Nachricht, weißt du? Es sind neue Pokémon und Entwicklungen mit dabei. Was meinst du? In Hisui? Ja klar, da sind neue Pokémon und Entwicklungen mit dabei. Japanische Werbung zu setzen. Oh, das ist noch gar nichts, was Seltsamkeit angeht. Weißt du, japanische Werbung, da kann es sein, du hast irgendeine ernste Szene in einem Büro, in einem Office und auf einmal taucht ein nackter Mensch auf, wo nur Blubberblasen irgendwie drauf sind und die wesentlichen Sachen verdecken. Und er rennt da durch und sprintet da durch und verteilt jedem eine Version von Pokémon Diamant oder Pokémon Perle. Das wäre eine typische japanische Werbung, die ich erwarten würde, von der Seltsamkeit her. Wenn Nintendo so weitermacht, wird dort keine Hoffnung mehr für mich bestehen. Echt, Hoffi? Ich weiß nicht, also Mario Superstars finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe das Spiel zwar nicht, aber gefallen tut mir auf jeden Fall. Internetto. Toll. Ich habe jetzt gerade meinen Controller runtergeschmissen und mein Controller ist auf die Tastatur gefallen und hat einfach alles irgendwie anders gemacht. Kann ich verstehen. Ich spiele mittlerweile auch viel mehr PlayStation als Nintendo. Nintendos Entwicklung gefällt mir gar nicht. Welche Entwicklung gefällt dir da nicht, Kylo? Weil ich finde, bei Nintendo sieht man sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Entwicklungen und die meisten davon finde ich beunruhigend bis fragwürdig, aber manche finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Barschuf kommt, Damioplex ebenfalls. Stimmt, ne? Macht das bitte aus, das ist etwas verstörend. Wir können ja ein bisschen weiter skippen. Hier so ein Minispiel. Das habe ich gemeint. Das ist eine typische japanische Werbung. Einfach komplett zusammenhangslos. Zwei, die einfach da sitzen und zocken und lachen und spielen. Wobei das von der Seltsamkeit her definitiv nicht top-notch ist. Was ist das? Golf. Ich weiß nicht, ich hab noch nie Mario Golf gespielt. Oh, das ist ja mal geil gemacht. Das ist verstörend gemacht. Warte. Der Mario ist ganz cool. Hier, der Bowser in seinem Clownschiff. Mega nice gemacht. Freue ich mich sehr darüber. Das sieht gut aus. Und dann direkt in der nächsten Einstellung kommt das. Peach mit einem offenen Mund und man muss den Ball in den Mund von Peach reinsemmeln. Ah, nee, oben. Es ist nicht ganz so verstörend, aber wieso ist da ein Blatt in ihrem Mund und wieso kommen die Lippen so hervor und das ist irgendwie ein bisschen verstörend. Ich weiß auch nicht. Als ob die mit Absicht ausgerechnet den Parcours von Peach künstlich sexualisiert haben. Bisschen sehr. Was hat Bowser da an? Eine halbe Hose? Ich dachte, Halbhosen gehen von der Länge her nur bis unten und nicht Halbhose im Sinne von ein Hosenbein ist komplett angezogen und das andere Hosenbein ist non-existent. Das Spiel sieht aus, als wäre es 20 Jahre alt, sagt Toffi. Von weiten Jahren ein bisschen, also wenn wir uns hier jetzt mal angucken, da sieht es aus wie 20 Jahre alt auf jeden Fall, aber von Namen nicht. Weißt du, die Texturen von dem Panzer von Bowser, die Textur hier drüben von dem Ball oder der Statue, was das auch immer ist, und selbst von der Hose, die ganzen Details, die da dran sind und alles, das würde ich sagen, ist nicht 20 Jahre alt. Also ich finde den Stefan auf Twitch besser als den auf YouTube, sagt Yoshi. Ja, aber nur weil wir auf Twitch 8 Stunden am Stück zusammen zocken und lachen.
Das ist eine Zunge. Das ist eine Zunge? Für mich sah das aus wie ein Blatt. Und wieso streckt die ihre Zunge so raus? So ganz komisch so. Das kann ich gar nicht nachmachen. So. So. Na, und dann. Ist das irgendwie eine, keine Ahnung, eine erotische Geste? So, damit die prickelnde Erotik jetzt ein bisschen nachlässt, wollen wir jetzt mal weiter gucken. Ne? Ich meine, dieses neue Pokémon Open World, ich finde das ehrlich gesagt echt cool gemacht. Das Pokémon Open World, das Arceus, findest du, sieht aus wie vor 20 Jahren? Nee, das finde ich gar nicht. Jetzt hat er beide Hosenbeine an. Ist euch das aufgefallen, der Unterschied? Guckt mal. Vielleicht ist das gar kein Bein, vielleicht ist das der Schwanz bloß. Ja, das war bloß der Schwanz von dem. Und hier hat er... Sorry fürs Hin- und Herschalten. Und hier hat er beide Hosen an. Okay, er hat beide Hosenbeine an. Okay. Das war nur der Schwanz. So kann man sich täuschen, gell? Ja, hier, er hat beide Hosenbeine an. Sieht zwar aus wie ein Clown, Bowser, aber wenigstens hat er eine komplette Hose an. Das ist ein Schweif. Mhm, stimmt. Das können nur die Leute bei Nintendo nachmachen. Okay, stimmt, Yoshi. Das funktioniert nur, wenn ein offizieller Nintendo-Mitarbeiter das nachmacht. Dann funktioniert die Geste ansonsten nicht. Das Game hat riesen Spaß. Also Mario Party Superstars, mein Kumagon. Ah, ich überlege auch schon ganz, ganz lange, ob ich es mir vielleicht hole oder nicht. Golf bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gehypt. Genauso wie Mario Fußball gab es, glaube ich, auch. Und Mario Tennis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Paper Mario 64. Ich habe Paper Mario 64 geliebt. Das war das beste Mario RPG-Spiel, was es jemals gab. Die neuen Paper Marios kommen einfach nicht mehr ran an Paper Mario 64. Sagt mir nicht, es kommt ein Remake. Wenn ihr mir sagt, es kommt ein Remake, dann schreie ich. Ihr wollt nicht, dass ich schreie. Nein. Okay, jetzt schreie ich auch, aber na, vielleicht schreie ich nicht. Jetzt bin ich einfach nur enttäuscht. Das war bloß Werbung für dieses dämliche neue Familienabo-System. Nee, nicht Familienabo, für dieses Abo-Plus-System. Was einfach so dämlich ist. Das ist ein bisschen antizyklisch, oder? Ich mach nochmal zurück. Metroid Red? Jedes Mal, ich habe das Spiel selber nicht, aber jedes Mal, wenn mir jemand was von dem Spiel berichtet hat, hat er gesagt, es ist so eine beklemmende, so eine bedrückende Atmosphäre und alles Mögliche. Und jetzt gebt euch einfach mal das und lasst es einfach auf euch wirken. Musik plus Gameplay und die Wirkung von beidem zusammen. Lest man auch gerade, das ist nur die N64 Online. Ich finde das so mies. Das ist so ein Beschiss, die N64 Online. Also da frage ich mich echt, was sie sich da einfallen lassen haben. Das schreit ja einfach wirklich nur, wir wollen Geld. Mehr nicht. Aber jetzt lasst das mal auf euch wirken. Oink, oink, oink. Habt ihr auch dieses typische Feeling von Metroid Red gespürt? Dieses unverwechselbare Gefühl von Metroid Red? Die Atmosphäre, die euch einfach in jedem Level erwartet? Toffi sagt Hilfe. Ja?
Dem kann ich nur zustimmen. Stefan tanzt. Ja, geilo. Wobei, ich glaube nicht, dass man das Tanzen nennen kann, wenn die Füße still bleiben, aber nennen wir es rhythmische Bewegungen. Gleichmäßige rhythmische Bewegungen. Kann auch vieles heißen. Wir alle wissen, was es heißt. Als ob das für kleine Kinder gemacht wurde. Ja, Yoshi. Als ob das Spiel für kleine Kinder gemacht wurde. Lace sagt, armes Metroid. Das ist noch die perfekte Vorstellung von dem Spiel. Jetzt wissen wir alle, was uns in dem Spiel erwartet. Und welches Feeling uns in dem Spiel erwartet, oder? Aufs Feeling kommt's an. Und das Feeling kennen wir jetzt. So. Ich würde sagen, Rudi hat mir nicht geantwortet, also machen wir einfach mal. Ach, ist auch egal. Machen wir einfach so drauf los. Ich such den aktuellen Trailer raus. Wurde sich gewünscht, ich glaube von Kumagon, oder? Von wem wurde sich gewünscht? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber FNAF Security Breach, der Trailer, den schauen wir uns auch nochmal an. Mary. Das hat sich angehört, als wäre das eine Werbung für einen satanistischen Hexenzirkel oder so. Ja, gell? Irgendwie schon so ein bisschen. So. PS5 Gameplay Trailer. Ah, ne. Doch. Das ist das Richtige. Machen wir jetzt einfach mal so ganz im Geheimen. Niemand verrät. Psst. Wir haben noch einen zusätzlichen Trailer mit aufgenommen. Also jetzt nicht aufgenommen im Sinne von aufnehmen, im Sinne von recorden, sondern aufgenommen im Sinne von ins Programm mit aufgenommen. Wann kommt Pokémon Diamant und Perle? Sagt ihr es, Yoshi, oder soll ich es sagen? Wann wird endlich Pokémon Diamant und Perle released? Bitte sagt ihr es, Yoshi, ich traue mich nicht. Ich will Yoshi nicht enttäuschen. Mein Lieblingsgame ist Horizon Zero Dawn, sagt Kylo Ren. Da kommt ja dann der zweite Teil raus. Horizon Forbidden West war es, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da kommt demnächst dann der zweite Teil raus. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Piep, PlayStation. When I first found you, you were nothing. Hallo, Hase. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Das ist Glitch-Trap, oder? Hallo. Hase. Ein Mensch? Oh, hoffentlich wird das mal endlich ein FNAF, was ich auch spielen kann. Ich komme mit dem Gameplay nicht so wirklich klar von den Original-FNAF-Spielen. So ein bisschen, wenn ich mir das hier so angucke, hier, so, wo das so ganz klein bisschen einfach Licht kommt und man die mit den Instrumenten und alles sieht, da kommt mir so ein bisschen die Erinnerung hoch an, wie hieß das Spiel nochmal? Das war ein zweiter Teil für ein Final Fantasy Spiel. War das Final Fantasy X-2? Ich glaube Final Fantasy X-2, wo dann auf einmal Yuna, die ja eigentlich eher so eine traditionelle und so Nonnenpriesterin-Rolle eingenommen hat in Final Fantasy X, wo die dann einfach mal als Popstar dann in Szene gesetzt wurde und am Mikrofon steht und singt und Gitarre und alles Mögliche hat. Sehr verstörend, das Spiel, finde ich. Also wenn man zumindest kopfmäßig in dem Mindset drin ist von... Was buddelst du da schon wieder, Luna? In dem Mindset drin ist von Final Fantasy X. Aber so ein bisschen... Stefan hat strahlender Diamant hinter ihm stehen. Nein, wir haben es gespoilert. Stimmt. Gregory, we can get you out of here. You and me together. Wer ist Gregory? Da stand Monkey hinten dran, oder? Monkey Island, da habe ich nie durchgespielt bekommen.
Keiner wird aufhören, dich zu jagen. Was? Aber wieso jagen sie mich im ersten Sinne, im ersten Moment erstmal? Hallo! Da spielt jemand Musik. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! Ah, da ist jemand aber ein bisschen aggro. Oh. Was denn das? Also ich bin jetzt kein FNAF-Lore-Experte, aber wer ist der Sonnenmann da? Ah! Manchmal wünsche ich mir so ein Direktdraht, so eine Direktverbindung zu MadPad. Dass ich einfach schnell anpingen kann und fragen kann, MadPad, was ist das? Wie heißt der? Ist das der Sonnenmann oder wer ist das? Da war auch jemand gekrabbelt. Hier ist Glitchtrap nochmal. Der Hügel ist schon fast mit Pokémon Stahlender Diamant durch. Nice. Meinst du die Story oder meinst du dann den Nationaldex auch schon durch? Das war also der aktuelle Trailer von Five Nights at Freddy's. Finde ich auf jeden Fall auch sehr schön gemacht, das Spiel. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich es mir hole. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so von den Games, die ich heute gezeigt habe, so das Spiel, wo ich noch am wenigsten mir sicher bin, dass ich es mir hole. Aber ich werde mir zumindest Videos dazu angucken und Commentaries, Spielanalysen und alles Mögliche. Mary ist noch ein bisschen verträumt. Bei mir geht's überraschenderweise so langsam. Ja, ich bin einigermaßen wach. So, was haben wir noch? Jetzt würde ich ein bisschen durch die aktuellen Schlagzeilen stöbern und einfach mal so neue Reize, neue Infos euch entgegenschleudern. Genshin Impact hat ein neues Update rausgebracht. Neuer Charakter mit Katzenohren. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Sora und ja, einem typischen Katzen-Anime-Charakter. So, gehe ich mal auf die bessere News-Seite, wo die geheimeren Sachen draufstehen. Was haben wir denn hier? Halo Infinity! Sind neue Infos draußen für die Kampagne, die neue, die uns erwartet. 4K auf 60 FPS, sehr nice gemacht. Matrix Awakening auf der PS5 bekommt auch neue Screenshots mit. Die Game Awards, die besten und schlechtesten Spiele 2021. Interessiert euch, wer für die Game Awards nominiert ist? So. Bup, bup, bup. Oh, das ist viel Text. Das ist einfach sehr, sehr viel Text. Was ich so beim grob Überfliegen gesehen habe bei den Game Awards, ist wohl im Moment vor allem der Fokus auf Nier Replicant. Definitiv ein Spiel, was man auf dem Schirm haben sollte. Sieht sehr, sehr nice aus. Im aktuellen Trailer wird das Release-Datum angezeigt, sagt Kumagon. Oh. Cool. Tim Schüssler, hallo, schön, dass du mit da bist. Meine Hand stirbt, sagt Toffi. Ich hasse Reliktwaffen zu farmen. Ah, okay. Mit der Story meint Kai Hügel. Oh, cool. Also die Story ist auch so schön gemacht. Ich würde auch gerne Strahlender Diamant spielen, aber ich muss mich gedulden. Hab nämlich noch viele andere Spiele, die ich vorher durchspielen muss. Welche spielst du denn gerade durch, Kylo? So, haben wir noch was in den News? Star Wars Eclipse spielt dann in einer Ära, in der die Republik auf dem Höhepunkt ihrer Macht ist. Auch sehr interessant. Cuphead. Ein DLC für Cuphead wurde angekündigt. Oh, mit einem Charakter, erstmals ein weiblicher spielbarer Charakter für Cuphead wird kommen. Und zwar eine goldene Teetasse.
Mit so ein bisschen Verzierungen dran. Das ist aber auch interessant, ja. Neues DLC kommt dann im Juni 2022 für Cuphead raus. Mit einem weiblichen spielbaren Charakter, eine goldene Tasse. City Skylines hat ein DLC angekündigt. Airports, wo der Fokus sehr stark auf Flughäfen gelegt ist. Persona 5 bekommt eine neue Figur. Goru ist quasi der neue Charakter für Genshin Impact, der so in die Richtung Katze angelehnt ist. Ich würde sagen, das ist eine männliche Variante von der einen Katzenkellnerin, die schon im Spiel mit drin war. Quasi eine Eisbogenschütze, eine Eisfernkämpferin. So, Monster Rancher 1 und 2 DX für die Switch ist rausgekommen. Rune King, eine League of Legends Story, das Spiel ist für die Nintendo Switch rausgekommen. Was haben wir noch? Oh, Black Desert hat eine neue Region angekündigt und eine neue Klasse. Und es sieht sehr, sehr nice aus. Das würde ich ehrlich gesagt noch so als Abschluss mit hier im Stream zeigen wollen. Einfach weil wir Black Desert schon mal im Stream gemeinsam gespielt haben. Ist also ein Spiel, was wir jetzt nicht ständig mit auf dem Kanal haben, aber was durchaus auch schon vielen bekannt sein könnte. So, da bin ich mal gespannt. Goru ist ein Wolf. Diona meine ich, genau, Diona, Toffi. Goru ist ein Wolf? Also geht der eher in die Richtung, der andere, der Wolfsjunge, der ist ja von Wölfen aufgezogen worden. Der geht nicht in die Richtung. Diona, genau. Ich würde sagen, der neue Charakter Goru geht in die Richtung Diona. Aber dann wahrscheinlich ist er ein Wolf. Das habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht genau erkannt. Star Wars Eclipse sah so gut aus, sagt Kylo Ren. Nice. Marvel's Avenger spielt sie gerade? Es ist auch nicht schlecht. Nachher wundere ich mich, dass ich ein Schleudertrauma habe. Warum, Olli? Was hast du denn jetzt für ein Schleudertrauma? Dark Cyber Pony, moin, schön, dass du mit da bist. Wir sind jetzt beim letzten Trailer angelangt, den habe ich auch ganz spontan mit aufgenommen. Ich habe ihn selber noch nicht geschaut, wir gucken mal ganz kurz rein. Das ist wohl jetzt die neue Region und die neue Klasse für Black Desert. Spiel, was wir schon mal hier im Sonntags-Frühstücksstream da hatten. Und soll wohl relativ nice sein. Oh mein Gott, das sieht schön aus. Ich mag solche verschneiten Gebiete einfach. Was ist das für eine Quali-Einstellung? 480p, das geht doch besser. 1080p, also wenn schon, denn schon. Alles sieht schön aus. Sieht ein bisschen aus wie Skyrim, finde ich. Ich krieg so ein bisschen Skyrim-Vibes. Oh, schön. Skyrim hat an sich so eine vielschichtige und vielfältige Welt, aber bei Skyrim denke ich nur an verschneite Gebirge. Alles andere ist aus dem Kopf raus. Skyrim ist gleich verschneite Gebirge. Die sehen ja lustig. Oh, guck dir mal. Guck dir mal, wie cute der ist, der Kleine da. Der Baby. Der alte Mann hier, der hat ein bisschen zu viel Schnaps getrunken. Das sieht man an der leuchtend roten Nase. Aber rechts neben dem das kleine Baby. Oh, der Putzi. Oh, guck mal, es sieht aus wie Papa. Das Baby sieht fast genauso aus wie Papa. Nur in klein und putzig. Mary Lee, haha, wie ich immer, die Schärfe am Einstellen. Ja, gell? Also, 480p, das kann man sich heutzutage doch gar nicht mehr antun. 2K soll's dann schon sein. Donnerstag erscheint dann Security Breach Kumagon. Cool. Da bin ich gespannt. Das will ich auf jeden Fall mir ein paar Let's Plays und alles so angucken.
kriegt einfach nur das Baby. Schnaps, lol. Also das Baby kriegt keinen Schnaps. Wir sind nicht Goethe. Immer merken, wir sind nicht Goethe. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Wood, sagt Glaze. Ja, voll putzig. Hä? Aber was ist denn jetzt mit der neuen Klasse? Das, hier sieht man ja bloß das Gebiet. Was ist jetzt die neue Klasse? Es sieht schon echt cool aus, alles. Warte, wo ist das Baby? Ja, ah, ich hatte putzig, das kleine Baby da. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Ich hatte früher in der Schule eine Lehrerin, die war Goethe-Groupie. Das heißt, die hat jeden einzelnen Schauplatz besucht, der von Goethe, also der alte Dichter, der so richtig Dichte war, hat die besucht und wusste quasi jedes Detail über dem sein Leben und hat alle privaten Briefe gelesen, die der geschrieben hat, die dann später mal veröffentlicht wurden und alles Mögliche. Haha, wir sind nicht Goethe, genau. Und da dachte ich mir bei einer Story schon so, was? Also Goethe hat viel Scheiß gebaut. Relativ bekannt müsste eigentlich sein, dass Goethe den Kopf von Friedrich Schiller auf seinen Kamin gestellt hat. Also Friedrich Schiller hat zur selben Zeit gelebt wie Goethe. Friedrich Schiller war arm, Goethe war reich. Friedrich Schiller ist vor Goethe gestorben und Goethe ist einfach mal in das Grab von Friedrich Schiller eingebrochen oder da, wo Schiller beerdigt wurde und hat sich den Kopf von Schiller geklaut und sich auf den Kamin gestellt. Weil in dem Brief hat er erklärt, er fühlt eine Freundschaft zu Schiller und wollte nicht, dass Schiller da so... Bisschen komisch, aber egal, darum geht das jetzt nicht. Geht eher darum, die meinte in einem Brief, den Goethe an eine seiner geliebten Frauen geschickt hat, an irgendeine Baronin oder Herzogin oder so, meinte er so, er hat ein schreckliches Geheimnis, was er aber sehr, sehr putzig und lustig und alles findet. Und zwar, Goethe meinte, wenn er irgendwo zu Besuch ist und passt da so auf die Kinder auf, also ganz, ganz kleine Kinder, so 4 Jahre, 5 Jahre und so, dann tut er denen gerne ein kleines bisschen Schnaps ins Getränk oder ins Essen mischen, weil er das so putzig und drollig findet, wie die ganz kleinen Kinder dann besoffen rumtorkeln. Und ich dachte mir so, wo die Lehrerin das erzählt hat, wieso lesen wir Gedichte und Geschichten von so einem Menschen? Also wirklich, Peter Lustig wurde rausgeschmissen, weil er, glaube ich, irgendwas, ich weiß nicht, was mit Peter Lustig war, ich fand den immer so lustig bei Löwenzahn. Löwenzahn? Hieß das Löwenzahn früher? Ja, ich glaube, irgendwas war da wohl, dass der was gesagt hat, dass er Kinder nicht mag oder so. Ich bin da nicht so drin in der Geschichte, also falls da irgendwas Gravierenderes, Krasseres passiert ist, seht's mir nach, ich kenn's nicht ganz genau. Aber als Kind wusste ich nur, ich fand den toll, total lustig und nur weil der Schauspieler irgendwo in einem Interview gesagt hat, dass er Kinder nicht mag und aber in einer Kinderserie auftritt, warum schmeißen sie den dann raus? Und bei Goethe ist es so, der stellt sich einen abgetrennten Kopf von einem anderen Dichter auf den Kamin-Sims und macht kleine Kinder besoffen und freut sich daran, wie die rumturkeln, aber trotzdem ist er so der Held, der Deutschlehrer. Toffi, was? Warum? Weil Baum? Also das hat Toffi geschrieben, weil Baum. Keine Ahnung, weil Baum. Goethe. Goethe war schon immer Dichter. Egal wie dicht ihr schon wart, Goethe war immer Dichter. Und mit diesen Worten, so, eventuell gucke ich nochmal, ob wir vielleicht erste Eindrücke von der neuen Klasse bekommen und da doch noch irgendwas sehen. Aber ansonsten würde ich sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich heute aus dem Frühstücksstream. Jawohl, ich sehe jetzt keine anderen weiteren neuen Eindrücke von den neuen Klassen. Leuten, Goethe-Fangirl. Ja, gell? Ich weiß nicht, das nimmt so ein bisschen die Autorität von der Lehrerin so ein bisschen raus, wenn sie einem ganz stolz berichtet, dass sie Goethe-Fangirl ist. Stefan, lies mal bitte meine letzte Nachricht. Gerne, Olli. Goethe war ja schon dichter als ich. Die habe ich gelesen und habe ich auch schon kommentiert. Der Meisterdichter. Genau, Kylo.
Goethe war meisterhaft dicht. Ein Dichter. Nee, viel dichter als jeder andere. Mehr Dichter? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist früh am Morgen, ich bin noch nicht hundertprozentig wach, aber ich würde sagen, das war's für den guten Morgen-Stream, den Frühstücksstream heute. Ich hoffe, ihr seid alle satt, ihr seid alle gut in den Tag gestartet und habt ein bisschen was mit rausgenommen aus dem Stream. Sei es nun aus den Trailern oder einfach nur die Info, dass Goethe Schillers Kopf auf dem Kaminsims hatte und gerne kleine Kinder betrunken gemacht hat. Auf jeden Fall hoffe ich, jeder hat ein kleines bisschen was mit nach Hause genommen. Und ich verabschiede jetzt alle, die noch mit da sind und gerne verabschiedet werden möchten. Schreibt irgendwas in den Chat rein und dann kriegt ihr ein persönliches Bye-bye. Ich sage tschüss. Schön, dass du da warst. Toffi, Lace666, Kumagon, Ollis Eiserne Reserve. Wen sehe ich noch? Mary Lee sehe ich noch. Kumagon fragt schon. Ja, unser Frühstücksstream ist nicht so lange wie die Twitch-Streams. Eine Stunde sind wir eigentlich da schon ganz gut dabei. Heute Abend geht es dann weiter auf Twitch. Da freue ich mich auch schon drauf. Da zocken wir dann wirklich auch gemeinsam. Kai Hügel, sage ich auch bye bye. Schön, dass du mit dabei warst. Mary Lee, Lace, Toffi, alle haben ein persönliches Bye bye bekommen. Kylo Ren natürlich auch. Und Tim Schüssler, sage ich auch noch tschüss. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wenn noch jemand mit dabei ist, der gerne ein persönliches Bye-bye haben möchte, ich habe dich leider nicht im Chat gesehen, ansonsten würde ich dir gerne auch persönlich noch Danke sagen. Ich würde jetzt aber auch trotzdem sagen, wir sehen uns dann entweder wie immer, Kumagon, wie immer, heute Abend 19 Uhr auf Twitch oder in einem der nächsten Videos oder nächste Woche dann im nächsten Frühstücksstream. Taffi! Du streamst auf Twitch? Ja! Jeden Tag 19 Uhr. Samstags ist so ein bisschen mein Twitch-Pausetag, weil wir da gemeinsam mit dem Mod-Team von Discord, YouTube und Twitch mit allen Mods gemeinsam einen Filmeabend immer machen. Aber gestern hat das nicht so wirklich geklappt, weil meine Frau krank geworden ist. Deswegen gab es gestern einen außerplanmäßigen Stream. Ansonsten immer Sonntag bis Freitag auf Twitch 19 Uhr. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen besinnlichen, schönen dritten Advent. Und in dem Sinne sage ich bye bye.